Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Brettspieltester. Mit dabei, wie immer, Michaela und Christian. Und wir haben das Spiel Crystal Clans, die deutsche Ausgabe, hier vor euch aufgebaut. Und wir haben es gespielt und probiert und gespielt und werden mal berichten, wie wir es gefunden haben. Aber zuerst natürlich die Rahmendaten. Ja, Crystal Clans ist ein Spiel ab 14 Jahre für zwei Spieler. Spieldauer wird angegeben mit 30 bis 60 Minuten. Ist erschienen bei Played Head Games. Vertrieb der deutschsprachigen Ausgabe erfolgt durch Asmodee. Es kostet um die 39,95 Euro. Ich habe es aber auch schon gesehen für um die 34 Euro. Und Autor des Spiels ist Andrea Mezzotero. Wie der Spielname Crystal Clans schon sagt, geht es in dem Spiel um Kristalle und es geht um Clans. Und zwar, wer zuerst von uns 4 Kristalle erbeutet hat, der hat gewonnen und das macht er mit Hilfe eines Clans. Es gibt insgesamt 6 Clans und jeder Spieler sucht sich zu Beginn des Spiels einen Clan aus. Die Clans werden halt eben durch diese Karten dargestellt, durch das Deck. Jeder Clan hat 27 Karten und es gibt zum Beispiel, ich kann es nicht sehen, erzähl mal, was hast du jetzt gerade? Wir haben hier zum Beispiel den Meteor-Clan, wir haben hier zum Beispiel den Wasser-Clan, wir haben den Blut-Clan, wir haben den Blumen-Clan, wir haben den Schädel-Clan und wir haben den Stein-Clan. Und diese Karten, das sind die Übersichtskarten für den jeweiligen Clan. Da steht auf der Rückseite auch nochmal drauf, was für Karten dieser Clan hat, in welcher Anzahl, zum Beispiel welche Helden er hat, in welcher Anzahl, welche gewöhnlichen, sag ich jetzt mal, Mitstreiter. Und vorne ist dann auch noch immer noch so eine Clan-Fähigkeit hat, die jeder Clan speziell dann hat. Genau, so, gespielt wird auf dem Spielbrett. Also wir würden uns jetzt hier einen Clan aussuchen. Ich greife einfach mal den da. Und ich nehme einfach mal hier den Blut-Clan einfach mal raus. Die anderen Clans würden dann zur Seite gelegt werden. Also die werden auch im weiteren Spiel jetzt gar nicht benötigt. Hier ist noch eine Karte vom Blumen-Clan. Hast du nicht den Blumen-Clan genommen? Nö, ich habe diesmal nicht den Blumen-Clan genommen. Okay. Ich habe den Blut-Clan genommen. Ach Gott, ich habe den Wasser-Clan. Okay, so, dementsprechend kriegt Michaela einmal die Karte und ich kriege die Karte. Und meine Clan-Fähigkeit beim Blut-Clan ist zum Beispiel die Horde. Dieser Trupp kann eine unbegrenzte Anzahl an Einheiten aufnehmen. Und diese Übersichtskarte wird hier in diesem Bereich gelegt. Da kommt auch nochmal, es gibt auch noch so eine Spielübersicht, da sind nachher die möglichen Aktionen drauf. Da kommen wir aber nochmal einzeln drauf zu sprechen. Die wird praktisch hiermit abgelegt. Dann würde man jetzt sein Deck mischen und dann nimmt man sich von seinem Deck 5 Karten auf die Hand. Genau, der restliche wird dann verdeckt hierhin gepackt, beziehungsweise bei Michaela hier auf diese Seite. Das sind die Handkarten. Genau, wir können noch mal ganz kurz sagen, das ist nämlich das Spielbrett hier und wir haben im Prinzip unseren Heimatbereich, den hat jeder auf seiner Seite. Wir haben das jetzt mal so hingelegt, dass es für euch praktisch von vorne zu sehen ist. Man setzt sich sonst gegenüber. Das heißt, das wäre jetzt mein Heimatbereich, das wäre Christians Heimatbereich. Hier auf dieser Seite würden wir die Kristalle sammeln, so wie sie dann gewinnen im Spielverlauf. Hier wäre der Ablagestapel für unsere Clan-Karten, die wir im Spielverlauf ablegen müssen. Hier ist, wie gesagt, der Heimatbereich, da würden wir Einheiten zum Beispiel beschwören. Hier sind die Kristallfelder, die sind nachher wichtig für die Erbeutenaktion. Und hier legen wir so Spielübersichtskarten hin und hier, wie gesagt, unseren Nachziehstapel. Genau, was es halt eben auf dem Spielplan noch gibt, es gibt eben einzelne Felder. Es gibt auch das Startfeld ist ein Feld, das Kristallfeld, das ist dann alles durch eine leicht bräunliche Linie jeweils abgetrennt. Es gibt also insgesamt 3, 5, 8 Bereiche auf dem Spielfeld, wo unsere Einheiten überhaupt hinmarschieren können. Und es gibt eben die Kristalle. Da gibt es auch einen separaten Kartenstapel, auch der wird gemischt. Und bei denen ist es so, dass die bei den Kristallen 3 offen ausgelegt werden. Und dann gibt es einen Nachziehstapel. Und man kann dann halt eben, wenn man so einen Kristall nachher erbeutet, hat er meistens auch irgendeine Sonderfähigkeit. Hier bei dem Geisterpferd ist es zum Beispiel so, sobald du diesen Kristall erhältst, darfst du einen Trupp wählen und ihnen ein beliebiges leeres Gebiet platzieren, als Beispiel. Genau, dann können wir mal ganz kurz die Kristallkarte erklären vom Aufbau. Also hier ist im Prinzip der Name. Hier auf der anderen Seite sind die Kosten. Wir geben nämlich hier immer Kosten aus, entsprechend Initiative auf der Initiativeleiste. Das heißt, dieses würde 9 kosten. Hier ist die Initiativeleiste. Es gibt 3 neutrale Felder und dieser Kristall, der würde dann in die entsprechende Richtung bewegt werden. Und die Fähigkeit, was der Kristall kann, steht dann hier unten drauf. Die hat Christian ja gerade schon einmal erzählt. Und es wäre jetzt halt so, wenn Christian diesen Kristall erbeutet hätte, müsste er auf seiner Initiativeleiste in meine Richtung entsprechend, das waren jetzt 9 Punkte vorgehen, sagen wir mal, würde auf der 0 stehen, müsste auf die 9 gehen. Und was es damit auf sich hat, kommen wir gleich nochmal zu. Ich wollte jetzt einmal kurz die Clan-Karten einmal erklären. Die Clan-Karten sind so aufgeteilt, dass sie hier im oberen Bereich den sogenannten Einheitenbereich haben. Der Einheitenbereich ist wichtig, sobald wir die Clan-Karten praktisch auf den Spielplan bringen. Und zwar haben wir da zum einen hier oben die Beschwörungskosten. Die sind durch so einen Kristall quasi angezeigt.
Dann haben wir daneben das Deckbausymbol. Das wird noch nicht verwendet. Das heißt, so schön, wenn es mal mehr Karten gibt, wird das vielleicht auch mal ein Deckbauspiel. Momentan muss man die Decks, so wie sie sind, zusammenlassen und auch so dann verwenden im Spiel. Hier gibt es dann noch den Wert, den man nutzt, wenn man angreift, also den sogenannten Angriffswert. Hier ist der Verteidigungswert. Hier sind die sogenannten Aktivierungskosten. Die werden durch so Pfeile angezeigt, durch Bewegungspfeile. Hier ist dann im Prinzip das, was die Einheit kann. Hier, das ist jetzt eine Horde. Das heißt, der hätte jetzt die Fähigkeit, die Clan-Fähigkeit, die Horde hätte er zum einen. Und er hätte hier jetzt auch noch die Fähigkeit, ergebene Anführer. Diese Einheit erhält plus einen Angriffswert für jede ergebene Einheit in diesem Trupp. So, das würde praktisch sofort gelten, wenn sie auf den Spielplan kommt, aber auch immer nur dann diese Spezialfähigkeit, wenn sie nachher zu oberst auf dem Trupp liegt. Wie ein Trupp aussieht, erklären wir gleich nochmal. Hier unten, das ist der Kampfbereich. Also der ist immer nur dann gültig, wenn man die Karte nachher im Kampf einsetzt. Als Kampfkarte einsetzt, als sogenannte Kampfkarte. Also die hat so auf dem Schlachtfeld sonst nichts zu tun eigentlich, wenn die Karte einem Trupp angehört. Die ist wirklich nur dafür maßgeblich, dieser untere Bereich, wenn man die Karte nachher als Kampfkarte spielt. Aber da erklären wir gleich nochmal die einzelnen Züge, die man machen kann. Genau, jetzt haben wir ja schon jeder unsere 5 Karten auf die Hand genommen. Und jetzt ist es so, dieser Kristallmarker auf der Initiativeleiste wird auf das Feld 0 gelegt. Jetzt wird im Prinzip ein Startspieler bestimmt. Darfst du gerne sagen. Das bin ich. Also ich bin jetzt der Startspieler, mal einfach mal so bestimmt. Das heißt, ich bekomme 5 Karten auf die Hand. Christian bekommt dann eine zusätzliche. Der zweite bekommt nämlich eine zusätzliche Karte auf die Hand. Jetzt haben wir ja hier schon unsere Spielübersicht. Die sagt an, welche möglichen Aktionen wir haben. Wir können nämlich zum einen beschwören, maximal bis zu 3 Einheiten. Wir können aktivieren, wir können erbeuten, wir können auffrischen und wir können überfallen. Und was bedeuten jetzt die einzelnen Aktionen? Genau, fangen wir mit oben an. Beschwören. Beschwören heißt einfach, dass man überhaupt Einheiten seines Clans auf den Spielplan bekommt, und zwar aus der Hand heraus. Das kann eine Einheit sein oder das können auch bis zu 3 Einheiten sein. Also ein Trupp, also die Einheiten, die man dann eben zusammenfügt oder die man beschwört, das stellt dann entsprechend einen Trupp dar, und dieser Trupp darf grundsätzlich nicht mehr als 3 Leute drin halten. Es gibt auch einen Clan, bei dem ging es, dass es auch mehr ging. Ich weiß gar nicht mehr, welcher da war. Ich glaube, der Steinclan oder so. Da durften es auch mehr sein, aber im Normalfall sind es 3. Nee, das ist hier mein Blutclan. Ach, bei dir ist das so. Der hat doch die Fähigkeit, die Clanfähigkeit. Dieser Trupp kann eine unbegrenzte Anzahl an Einheiten erhalten. Siehst du wohl, also genau. Mein Clan, bei dir unbegrenzt, genau. Jeder andere hat eben 3 Stück. Und angenommen, ich würde jetzt hier diese 3 beschwören, wie es so schön heißt. Die hält man dann mal hoch in die Kamera, dann kann man das gleich besser genau, sehen. Genau, das heißt, der eine hat Beschwörungskosten 1, dann 3, dann 1. Das heißt, ich müsste jetzt 5 Beschwörungen bezahlen. Genau, also was ich schon eingangs sagte, dieser Kristall und die Zahl daneben, das sind die Beschwörungskosten. Das ist jetzt, das muss man auch in Summe bezahlen. Das heißt, wenn ich jetzt 3 Karten oder wenn Chris jetzt alle 3 beschwört, muss er auch tatsächlich die Summe dann dieser Kosten bezahlen. Und dann würde er den Initiativemarker auf dieser Initiativeleiste in meine Richtung bewegen. Das heißt, Christian müsste jetzt 5 bezahlen, also 1, 2, 3, 4, 5, kommt er in meine Richtung. Und diese Initiativeleiste, die gibt immer an, wer dran ist. Das heißt, es ist der Initiativemarker in meine Richtung gerutscht. Das heißt, ich bin jetzt am Zug. Genau, wobei ich wollte noch ganz kurz was erklären. So, dann nehme ich sie halt eben, würde sie halt eben hier in meinen Heimatbereich reinlegen. Und wichtig, es zählt nur die Karte, die vorne auf ist, was die Spezialfähigkeit betrifft. Also jede Einheit hat ja eine eigene Fähigkeit. Und für diesen Trupp ist immer nur relevant, welche Karte oben aufliegt, was die Spezialfähigkeit betrifft. Genau, nachher für den Angriffswert und für den Verteidigungswert und auch für die Aktivierungskosten, um zu gucken, was muss Christian nachher bezahlen für die Aktivierung dieses Trupps. Das ist alles maßgeblich, was ausliegt, aber die Spezialfähigkeit, da ist immer nur die Karte, die zu oberst liegt in diesem Trupp. Diese Spezialfähigkeit kann genutzt werden, ist aber, denke ich mal, auch klar, weil andere Spezialfähigkeiten sieht man ja gar nicht, sind ja gar nicht sichtbar. Genau, die könnte man im laufenden Spiel auch schwerlich dann ablesen. Genau. Genau. So, Initiativmarker ist ja jetzt Richtung Michaela gegangen. Ich wäre dann fertig mit dem Zug. Also ich darf ja so viele Aktionen machen, wie ich will, bis ich in den Bereich von Michaela reinkomme. Ich bin jetzt mit der einen Aktion Beschwören sofort in ihren Bereich reingekommen. Das heißt, mein Spielzug ist jetzt zu Ende und jetzt ist Michaela dran. Und im Prinzip hat sie jetzt erstmal insgesamt 6 Schritte, beziehungsweise fast 7 Schritte oder 7 Initiativeinheiten Zeit zu agieren, bevor ich wieder dran bin. Genau, denn erst wenn der Initiativemarker hier auf dem grünen Feld gelandet ist, wäre Christian wieder dran. Das sind hier die sogenannten neutralen Felder, diese 3 hier. Wenn ich hier also auf der letzten 1 landen würde, die zwar schon auf Christians Seite ist, wäre ich aber trotzdem nochmal dran. Und da könnte ich jetzt im Prinzip dasselbe machen, wäre jetzt ja am Anfang auch logisch. Ich nehme jetzt auch einfach mal 3 Karten und beschwöre die. Ganz am Anfang hat man ja sowieso noch nichts auf dem Plan, von daher muss man auch erst aufs Spielfeld bekommen. Die würde ich jetzt mal beschwören, hier die 3. Die kosten mich, meine sind sogar sehr günstig, sehe ich gerade. Die kosten mich ein Beschwöremarker.
Ich lasse den jetzt so oberst liegen. Die sind sowieso alle gleich. Das sind alles Marodeure. Die sind rücksichtslos. Die sind gewöhnlich und gehören zum Blutclan, wie das so hier so schön heißt. Das heißt, die lege ich jetzt in meinen Heimatbereich. Muss drei nutzen hier. Eins, zwei, drei. Und damit bin ich immer noch dran. So, dann können wir gleich mal gucken, welche zweite Aktionsmöglichkeit wir haben. Wir können nämlich aktivieren. Ich bin jetzt noch am Zug. Der Initiativmarker ist auf der Initiative-Leiste noch auf meiner Seite. Das heißt, ich darf noch nach wie vor was machen. So, und aktivieren heißt, ich müsste Aktivierungskosten bezahlen. Und zwar, jede Karte hat ja eine Aktivierungs- oder hat Aktivierungskosten. Und ich muss diese aber nicht in Summe bezahlen, wie bei der Beschwörung, sondern hier würde ich schauen, welche Karte hat die höchsten Aktivierungskosten. Hier ist nun per Zufall überall eins. Wenn jetzt aber einer eine 3 hätte, müsste ich 3 bezahlen. Hier müsste ich jetzt nur einmal 1 bezahlen, weil alle kosten ein Aktivierungsschritt praktisch oder haben einen Aktivierungskosten von einem. Genau, bei mir sind es halt eben 1, 2 und 1. Das heißt, ich müsste, um diesen Trupp aktivieren zu können, 2 bezahlen. Genau, also Christian müsste da schon mehr bezahlen. So, das heißt, jetzt zeige ich wieder einen Aktivierungspunkt. Ich wäre immer noch dran. Und wenn ich aktiviere, muss ich genau in der Reihenfolge machen. Ich kann neu formieren, ich kann bewegen und ich kann kämpfen. Neu formieren bedeutet, ich könnte mir jetzt aussuchen, wenn ich jetzt hier sage, ich gucke mir meinen Trupp an. Die Karte, die jetzt zu oberst liegt, die finde ich eigentlich doch nicht so toll. Ich könnte jetzt also diesen Trupp komplett neu formieren. Macht bei mir jetzt natürlich nicht so viel Sinn, weil bei mir ist das alles das Gleiche. Das sind alles Moradöre, von daher ist das egal. So, dann legen wir die da mal hin. Dann kann ich als nächstes in der Reihenfolge nach der Neuformierung, kann ich jetzt meinen Trupp bewegen. Und zwar kann ich sie immer nur ein Feld weit in ein benachbartes Feld bewegen. Benachbart sind immer die, die durch die Grenze praktisch nebendran liegen, die Felder. Ich bewege jetzt einfach mal diesen Trupp hier rein. Das heißt, die Aktivierungskosten habe ich ja schon bezahlt. Und jetzt wäre ich immer noch dran, weil der Initiativmarker immer noch auf meiner Seite liegt, beziehungsweise innerhalb der neutralen Felder. Jetzt würde ich hier schon mal ein Kristallfeld kontrollieren. Kontrollieren bedeutet, dass ich Einheiten oder einen Trupp in diesem Kristallfeld habe und der Gegner nicht. Das heißt, ich kontrolliere schon mal dieses Kristallfeld. Man muss eben zwei Kristallfelder kontrollieren, um überhaupt ein Kristall erbeuten zu können. Genau, das wäre nämlich die nächste Aktionsmöglichkeit, die wir machen könnten. Wir könnten Kristalle erbeuten, was ja sehr wichtig ist, weil Ziel des Spiels ist es ja, wer als erster 4 oder mehr Kristalle hat, der gewinnt das Spiel sofort, dann ist das Spiel sofort zu Ende. Und erbeuten bedeutet, wie Christian schon gesagt hat, wir können jetzt mal ein Beispiel Genau. auslegen. Angenommen, du hättest jetzt zwei Trupps gemacht, den ersten Genau. dahin geschickt, den zweiten dahin. Michaela würde jetzt diese beiden Kristallfelder kontrollieren und jetzt könnte sie sich halt eben einen von den offen ausliegenden Kristallen auswählen. Sie ist immer Voraussetzung. noch dran am Zug, von daher Genau, passt das. Und genau. wenn sie jetzt zum Beispiel den nimmt, den wir vorhin gezeigt haben, dieses Geisterpferd, dann würde sie jetzt die neuen Initiativeinheiten entsprechend bezahlen und würde mit dem Marker dann in meine Richtung marschieren, Genau. hätte aber schon den Kristall entsprechend bei sich und würde den hier Ablegen. hinlegen. Genau. Also wichtig ist natürlich immer, wenn man schon, ich sag mal, die Felder kontrolliert, die Kristallfelder, wichtig wäre, wenn ich jetzt nämlich hier schon drüben stehen würde mit dem Initiativmarker, könnte ich jetzt nicht im nächsten Schritt erbeuten. Denn die Aktion darf ich nur machen, wenn der Initiativmarker auf meiner Seite liegt oder beziehungsweise wenn ich noch nicht drüber gekommen bin auf die gegnerische Seite, sprich auf die grünen Felder der gegnerischen Seite. Dann, wenn der Kristall jetzt hier liegen würde, bei Christian auf der Seite, dann wäre er jetzt erstmal dran und könnte mich natürlich noch irgendwo rausschmeißen. Er könnte jetzt mit seinem Trupp irgendwo hinkommen und noch, könnte sich das noch erkämpfen, dass er dieses Feld dann kontrolliert und ich vielleicht keine zwei Felder mehr hätte. Genau. Ganz kurz, was die Kristalle betrifft. Also eine Möglichkeit, um an Kristalle ranzukommen, ist eben zwei Kristallfelder besetzen, die Kosten dafür bezahlen. Oder aber, wenn der Nachziehstapel eines Spielers komplett auf Null ist und er quasi den Ablagestapel neu mischen muss, dann hat der andere Spieler die Möglichkeit, einen offen ausgeliehenen Kristall zu nehmen, und zwar ohne Kosten. Ja. Den nimmt er dann einfach, packt in seine Auslage und das war's. Oder nutzt auch natürlich die Vorteile des Kristalles, aber er muss dann nicht die Kosten, die Initiativkosten bezahlen. Genau, denn das war am Anfang, ich weiß, als wir das Spiel angefangen haben, haben wir auch geguckt, wo kriegen wir eigentlich wieder Karten her? Wie Ja. ziehen wir eigentlich wieder nach? Ja. Weil, wie man sieht ja schon hier, man wird auch ganz schnell Karten los. Man hat am Anfang ja, also ich als Startspieler nur 5 Karten auf der Hand, Christian ist als zweiter Spieler 6. Und dafür gibt es diese Aktion Auffrischen. Die kostet 3 Initiative. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der Reihe wäre, er stand jetzt ja hier, und ich sage jetzt als nächster Zug, ich möchte mir wieder Karten vom Nachziehstapel nehmen, dann müsste ich erstmal 3 Initiative bezahlen. Dann könnte ich beliebig viele Karten von meiner Hand ablegen auf den Ablagestapel und könnte wieder so viele Karten nachziehen, dass ich 5 Karten auf der Hand habe. Das wäre die Aktion Auffrischen, die wir noch machen können. So, und dann kommen wir aber jetzt noch mal ganz kurz bei der Aktivierung. Gibt es nämlich noch die Aktion Kampf? Die können wir vielleicht auch noch mal einmal durchspielen, dass ihr einmal seht, wie so ein Kampf geht bei der Aktion Aktivieren.
Wir können ja einfach mal das Beispiel hier so lassen. Sagen wir mal so, ich hätte jetzt hier gestanden, Christian wäre jetzt mit seinem Zug hier reinmarschiert und möchte jetzt gegen mich kämpfen. Ja, wir stellen das auch einmal entsprechend um, damit ich halte man sonst das gleich mal hoch sehen gehen. Kann. Genau, ich halte sonst gleich mal hoch. Genau. Kannst du vielleicht einmal mit hochhalten, dann geht es ein bisschen einfacher. So. Und zwar hat jetzt jeder hier ja Kampfwerte. Christian hat jetzt Kampfwerte im Wert von 10. Ich habe Kampfwerte im Wert von 9. Jetzt ist es erstmal so, dass jeder Spieler, soweit er noch Handkarten hat, von diesen Handkarten eine als Kampfkarte wählen muss. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir legen die nochmal ab. Genau, hat man keine Handkarte mehr, nimmt man die oberste Karte des Nachziehstapels. Genau, dann sucht man sich eine Karte aus. Und zwar zählt jetzt beim Kampf, wie ich schon sagte, hier unten der Kampfbereich. Dieser Einheitenbereich hier oben zählt jetzt bei der Karte, die wir als Kampfkarte auswählen, der zählt nicht. Jetzt gibt es hier unten so verschiedene Symbole. Ich mache jetzt einfach mal, die sieht doch ganz nett aus, die nehme ich mal. So, und jetzt wird verglichen. Und zwar das, was unten links in der Ecke steht. Bei mir ist das dieser Stier und bei Michaela ist das dieser Kristall. Und jetzt muss ich bei mir schauen, Kristall, aha, das ist diese Seite. Also es gibt einmal rechts, es gibt einmal links als Auswertung oder als Auswirkung. Und bei mir ist es halt eben hier Stier gegen den Kristall. Das heißt, in meinem Trupp, der hat 5 Kampfkraft mehr. Das bedeutet dieses Symbol. Bei Michaela ist es andersrum. Sie hat halt eben den Kristall, ich habe den Stier. Das heißt, sie guckt sich jetzt hier die rechte Seite an. Und sie hat eine Verteidigung mehr. Und das Symbol daneben heißt, sie kann diese Kampfkarte wieder auf ihre Hand nachher zurücknehmen. Der Kampf ausgeführt wurde. Genau. Also eigentlich ist es so, dass die Karte, die wir als Kampfkarte spielen, diese eine, die wir uns aussuchen oder die wir vom Nachziehstapel ziehen müssen, soweit wir keine Karten mehr auf der Hand haben, müssen wir die natürlich auch auf den Ablagestapel legen. Die ist dann gespielt worden, aber wenn dieses Symbol drauf ist, dürfen wir die Karten, die wir als Kampfkarten gespielt haben, dann wieder auf die Hand nehmen. Dieses Schild bedeutet jetzt, dass bei Christian von seinen Angriffswerten, er hat ja hier 10 Angriffswerte, ich hatte ein Schild auf meiner Kampfkarte drauf, zeige ich nochmal ganz kurz rein. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich ein Schild mehr habe, sondern es wird einfach von der Angriffsstärke, die Christian hat. Christian hat 10 Angriffsstärke, wird jetzt einfach eine Angriffsstärke schon mal abgezogen, das heißt, Christian hat eine Angriffsstärke von 9. Genau, und dann kommt aber meine Karte dazu, das bedeutete ja, dass ich 5 Schwerte habe, also habe ich jetzt einen Angriffswert von 14 insgesamt, genau. So, und ich habe ja einen Angriffswert von insgesamt 9. Jetzt wird im Prinzip geguckt, 14, es geht jetzt immer die erste Karte gegen die erste Karte. Das ist das System, was Christian... Ich habe es bis heute nicht verstanden. Und auch nicht so gut findet. Vielleicht auch, weil ich es nicht verstanden habe, finde ich es nicht gut, aber egal. So, also Christian hat jetzt einen Angriffswert von 14, das haben wir ja gerade ausgerechnet. Ich habe einen Angriffswert von 9 insgesamt. Jetzt geht es aber erst um die ersten beiden Karten. Jetzt schauen wir da, was derjenige an Schilden hat. Ich habe hier nur ein Schild, das heißt, bei mir geht die oberste Karte weg. Genau, und ich habe jetzt noch 13 übrig. 14 hatte ich, minus ein Schild, ich habe jetzt noch 13 Angriff. Genau. So, das heißt also, Michaela hat ja 9, greift mich 9. mit 9 an. Das heißt, das sind 3 Schilde, diese Karte wird also auch besiegt. Michaela hat noch 6 Angriffswerte. So, du hattest so, jetzt das noch nächste, ich hatte 14, glaube ich. Nee, 13. 13? 13, noch 13. Einer ist weg. Genau, wieder einer weg. Das heißt, ich habe jetzt nur noch 12, aber ich schlage diese Karte. Michaela hatte jetzt noch 6, minus 4, schlägt also auch meine Karte. Ich habe noch 2 übrig. 2 übrig. Christian hatte jetzt ja noch 12 Angriff übrig. Ich habe nun einer Schild, das heißt, das reicht aus, um mich zu besiegen. Ich hatte jetzt nur noch 2 Angriff übrig, Angriffswerte. Christian hat hier aber eine Verteidigungsstärke in Höhe von 5. Von daher gehen meine 2 praktisch prallen ab oder gehen an diesen Schilden praktisch ins Leere. Meine sind erledigt und Christian würde jetzt hier im Gebiet dann praktisch derjenige werden, welcher da das Gebiet kontrolliert. Genau, es kann als Ergebnis auch sein, dass wir uns wirklich komplett gegenseitig auslöschen. Es kann aber auch sein, dass 2 Trupps sogar übrig bleiben. Die Konstellation kann es auch geben. Also es muss nicht so sein, dass wirklich einer übrig bleibt, es können auch 2 übrig bleiben. Genau, und jetzt ist es so mit den Karten, die, wie gesagt, besiegt worden sind, die Einheiten, die kommen auf den jeweiligen Ablagestapel. Meine. Das ist der Wasserclan. Das ist auch so ein kleiner Friedhof dargestellt, das ist eigentlich ganz niedlich mit so einer Krypta und so, also der wird dann hier offen abgelegt. Muss seine Karte auch auf dem Ablagestapel stehen, die als Kampfkarte gespielt hat. Ich habe ja schon eingangs gesagt, habe hier so ein Symbol drauf, das besagt, die Kampfkarte darf wieder auf die Hand nehmen, das heißt, die nehme ich dann wieder auf die Hand. Das wäre jetzt im Prinzip die Aktion aktivieren, wo wir zuerst neu formieren können, dann bewegen und am Schluss kämpfen können. Wie wir es aktivieren, haben wir ja schon erklärt. Auffrischen haben wir schon erklärt und als letztes gibt es noch die Aktionsmöglichkeit überfallen. Die kostet auch 3 Initiative, wenn man die nutzen möchte. Und überfallen, wie funktioniert das? Dann muss man mit einem Trupp im gegnerischen Startbereich sein. Und das ist ein schlechtes Man muss Beispiel. Den zum Beispiel auch auf jeden Fall kontrollieren, um ihn überfallen zu können. Kontrollieren bedeutet, dass da keine gegnerische Einheit drin ist, wie bei den Kristallfeldern letztendlich auch. Genau, also angenommen, ich würde jetzt mit diesem Trupp hier in den
Startbereich von Michaela reingehen. Der hat eine Kampfstärke jetzt von 9. Ich würde hier drinne sein, würde jetzt sagen, ich überfalle quasi Michaelas Bereich. Dann greife ich mit 9 an und Michaela muss von ihrem Nachziehstapel 9 Karten nehmen und auf ihren Ablagestapel packen. Das hat natürlich den Effekt, dass der entsprechend schneller aufgebraucht ist und es schneller dazu kommt, dass er komplett weg ist und ich dann von den ausliegenden Kristallen ja einen umsonst bekomme. Kann nett sein. Genau, kann nett sein, kann aber auch nicht nett sein für den anderen Spieler. Ja. Ja, und so im Prinzip das Besondere an dem Spiel sind eigentlich die, ich würde mal sagen, die Sonderfähigkeiten, die man nutzen kann, wenn man nachher letztendlich unterwegs ist. Und das Kampfsystem ist auch besonders. Das Kampfsystem ist auch besonders, das von System ist, da kannst du in deiner Wertung gleich nochmal was aber zu sagen. Also von daher, wenn man die Karten auf der Hand hat, ist man am Anfang schon recht viel damit beschäftigt, weil man natürlich auch gerne mal alle 6 Clans noch durchprobieren möchte, hier viel zu lesen, weil die einzelnen Einheiten haben verschiedene Fähigkeiten, je nachdem, was sie sind. Klar, wenn es die gleiche Einheit ist, wie jetzt zum Beispiel beim Fallensteller, der dann die gleiche Fähigkeit, aber ansonsten hat man auch erstmal viel zu lesen und zu gucken, welchen Trupp packe ich dann zu oberst, wie Christian schon gesagt hat, weil ich die Fähigkeit ganz gerne, wenn ich angegriffen werde oder wenn ich selber angreife, dann auch auf jeden Fall nutzen möchte. Also da ist man am Anfang, finde ich, auch noch mal ein bisschen am Lesen und am Gucken. Ja, und dann können wir eigentlich auch gleich schon mal zur Wertung des Spiels kommen. Genau, also eine Proberunde machen wir jetzt an der Stelle nicht. Wir haben es erklärt, es ist einfach, es würde auch zu lange dauern. Also bis man ihn beschwört hat, dann losmarschiert ist, sich dann trifft und so. Das zieht sich in Anführungszeichen schon. Und mehr als das, was wir jetzt gerade erklärt haben mit den Aktionen, ist es schlussendlich nicht. Auch was Michaela sagte mit den Besonderheiten der einzelnen Clans. Was man auch immer beachten muss, eben einmal die Besonderheit des einzelnen Trupps, beziehungsweise der einzelnen Einheit, die oben auf dem Trupp aufliegt, und auch die Clanfähigkeit. Das kann man mal schnell vergessen, hatte ich so das Gefühl. Und hier auch beim Kristall, ne? Da kann ja manchmal auch was dabei sein, was einem nachher zu späteren Zeitpunkt genau, noch weiterhilft. Genau, was man später erst nutzen kann, nicht genau, sofort zum Beispiel. Da muss man auch mal noch dran denken, dass man das nicht vergisst. Das ist in einer Situation, wo man es dann gerade braucht, für die Situation, man sich vielleicht auch gerade den Kristall geholt hat. Und dass man das auch nicht dann aus den Augen dann verliert. Genau. Wer soll anfangen? Fang du doch mal an. Ja, ich muss sagen, das Spiel hat mir nicht gefallen. Das ist jetzt ein bisschen krass. Also das ist ein Geschenk gewesen. Das hat mir Michaela zum Geburtstag geschenkt. Und wir haben es jetzt gespielt. Und ich muss echt sagen, so generell finde ich das gar nicht schlecht. Mit diesen Trupps, auch so das Thema. Man ist ja so leicht in der Fantasy-Ecke gelandet. Auch, dass es halt eben einmal Einheitenfähigkeiten gibt. Dann, dass der Trupp dadurch beeinflusst wird, dass es Clanfähigkeiten gibt. Was ich auch cool finde, eigentlich ist die Geschichte mit diesem Initiativstreifen, dass man sich hin und her bewegt, schon überlegen muss, mache ich jetzt eine größere Aktion, die mich mehr Initiative kostet, ich also stärker in den Bereich von meinem Mitspieler, Gegenspieler reinrutsche und der dann entsprechend auch mehr machen kann. Da muss man schon aufpassen. Aber gefühlt war es echt so, man hat irgendwie versucht, 2 von diesen Gebieten zu kontrollieren, dann dran zu sein und dann hat man sich natürlich sofort einen Kristall geholt. Dann rutschte man mit dem Kristall natürlich weit in das Gebiet des Gegenspielers. Der hatte dann Möglichkeiten, einen wieder rauszukicken, hatte dann auch 2 Felder meistens, die er kontrolliert hat und ist in die andere Richtung gegangen. Also das war, gefühlt war es ein bisschen tröge, ehrlich gesagt. Ich fand es ein bisschen langweilig. Es ging echt nur darum, ich mache 2 Gebiete dicht in meinem Zug, dann kaufe ich mir einen Kristall, fertig. Was ich ein bisschen versucht hatte, mal mit diesem Überfall zu agieren, das war eigentlich ganz lustig, weil ich hatte ja, da das war einen Clan. Gerade den Blutclan hattest du da, wo genau. Du beliebig viel in eine Horde und das war, also die das Horde, war die schon Horde ziemlich mächtig. Das war ganz und schön mächtig. Es gab da auch relativ viele Einheiten, da konnte man dann nachher die Karten vom Ablagestapel wieder auf seinen Nachziehstapel draufpacken. Das heißt, mein Nachziehstapel ist nicht so schnell runtergegangen wie der von Michaela. War das bei dem Clan? War das nicht bei einem anderen? Kann auch beim anderen gewesen, ich weiß nicht. Also das gab es auch schon mal. Und wenn man eben Überfall macht, und ich glaube, ich bin einmal bei dir rein und hat irgendwie, glaube ich, 12 oder 13 Angriffsstärke. Da war mal kurz der halbe Nachziehstapel von dir weg. Und dann kam ich relativ zügig dazu, eben kostenfrei noch einen Kristall nachzubekommen. Also ich fand es eben nicht so abwechslungsreich, auch wenn die Clans und die Clan-Fähigkeiten sehr, sehr unterschiedlich sind. Gefühlt auch relativ gut ausbalanciert. Also man hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass der eine Clan wirklich übermächtig ist. Auch wenn Michaela am Anfang meinte, da hat sie den Blumenclan gehabt, ich habe den Blutclan gehabt, war immer nur am Rumnörgeln und hat am Schluss gewonnen. Also, nee, du hast gewonnen. Doch, nein, du hast gewonnen. Den ersten hast du gewonnen. Ich habe das letzte Spiel gewonnen, das erste Spiel hast du gewonnen. Ja, aber ganz knapp. Da warst du nicht so weit weg. Also das war schon relativ gut ausbalanciert. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist dieses Kampfsystem. Ich verstehe es auch nicht. Also ich habe einen Trupp. Der Trupp greift einen anderen Trupp an. Verstanden. Der Trupp hat eine Stärke, der andere Trupp hat eine Stärke. Habe ich wieder verstanden. Aber wenn ich den anderen, einen aus diesem Trupp weghaue, der zum Beispiel eine Angriffsstärke von 8 hat, dann behält der Trupp trotzdem seine Gesamtstärke, nur abzüglich meines Schildwertes. Nee, das ist so nicht. Wenn ich einen Helden habe in meinem Trupp und ich haue den Helden weg,
oder der stirbt, dann ist mein Trupp einfach schwächer. Naja, aber und wenn zwar du dann in Größe wenn des. Du, wenn du campst, ist auch nur der eine weg, ist auch nicht der ganze Trupp. Ja, aber wenn ich sage, der Trupp ist halt eben, hat eine Stärke von 10 und 7 davon fallen auf den Helden, weil er so ein toller ist. Und der Held wird platt gemacht, dann hat der Trupp eben nur noch 3. Das ist so. Also ich fand dieses Kampfsystem fand ich nicht konsequent. Ich finde es nicht richtig. Ich habe ewig lange gedauert, bis ich es verstanden habe. Also in der Anleitung ist auch dargestellt, wie halt eben einmal ganz normal wie ein Kampf abläuft und es ist auch ein Beispiel dargestellt. Das hat mir aber echt nicht weitergeholfen. Ich habe mir dann im Internet nochmal ein, zwei andere Rezensionen auf Englisch angeguckt und da habe ich es dann irgendwann so ein bisschen verstanden. Ich glaube, Michaela hat es schneller verstanden, weil ich finde es so abstrus, dieses System Trupp gegen Trupp, aber wenn einer aus dem Trupp stirbt, ist das nicht ganz so schlimm als, verstehe ich nicht. Es ist einfach so. Ich will das vielleicht auch nicht verstehen, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, das hat mir echt, weil es geht natürlich darum, den anderen zu bekämpfen, Gebiete einzunehmen und dann halt immer an die Kristalle ranzukommen. Und das hat mir ja den Spielspaß echt sehr verdorben, möchte ich sogar sagen. Und deshalb muss ich hier an der Stelle leider, auch wenn es ein Geschenk ist, Michaela halt dir die Ohren zu, 4 Punkte geben, nicht zu empfehlen. Von mir jedenfalls nicht zu empfehlen. Aber vielleicht hat das Michaela anders empfunden. Ja, schade. Also ich hatte mir das Spiel natürlich auch vorher angeguckt im Internet. Das und, ich fand, das hörte sich echt total gut an. Vor allem, weil es auch ein Zwei-Personen-Spiel ist und wir halt vorrangig auch viel zu zweit spielen. Deswegen dachte ich, passt das super gut. Und ich fand, das hörte sich wirklich nett an, so als, ich sag mal, so Kampfspiel. Ja, schade, dass es dann nicht so gut angekommen ist. Ich kann auch noch mal ganz kurz die Spielzeit nachschieben, die wir gebraucht haben. Also wir haben für das erste Spiel ein bisschen länger gebraucht. Da haben wir so um die 75 Minuten gespielt. Die Verpackung oder die Spielanleitung sagt ja so 30 bis 60 Minuten. Also das stimmt auch. Wir haben nachher immer so zwischen 35 und 50 Minuten gespielt. Ein Spiel fand ich total schön. Da hatte ich den Wasserclan. Ich bin ja immer so ein bisschen die, wie vielleicht die den Clan. Die so langweiligere. Nicht die langweiligere. So ein bisschen, weiß ich nicht, die vielleicht ein bisschen friedfertiger sich anhören erstmal. Aber auf jeden Fall habe ich Christian da in 35 Minuten weggeputzt vom Spielplan. Das war das einzige Mal, dass ich dieses Spiel gewonnen habe, was mich auch sehr gefreut hat. Also ich muss auch sagen, ich bin von dem Spiel auch ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir da mehr von erhofft. Was ich schön finde, ist die, ich sag mal, die Karten, die es da gibt. Die lassen wirklich viele Möglichkeiten, aber das bringt auch so ein bisschen am Anfang das, weil, wie ich schon sagte, macht auch so ein bisschen aus oder mir hat Spaß gemacht, auch mal die einzelnen Clans auszuprobieren. Und dann muss man sich natürlich jedes Mal erstmal die Kartentexte dann durchlesen. Gut, das gehört natürlich mit dazu. Ich glaube, bis man dann die einzelnen Karten kennt, dauert das dann auch ein bisschen länger, was natürlich andererseits auch schön ist. Dadurch hat man natürlich auch mehr Abwechslung zum Spiel. Dadurch wird das Spiel nicht so schnell langweilig, weil es nicht immer das Gleiche ist, sondern man hat andere Clans und man muss immer wieder drauf gucken. Diese Clan-Fähigkeit, die man hat, die darf man auch nicht aus dem Auge verlieren. Das habe ich doch schon in den Spielen gemerkt, wenn wir die einzelnen Clans mal ausprobiert haben und ich wieder einen neuen Clan hatte, dass ich das doch gerne auch mal vergessen hatte und ich immer noch mal drauf gucken musste, welche Clan-Fähigkeit jetzt eigentlich der Clan. Das Gleiche, was wir auch schon sagten mit den Kristallkarten, dass man da wirklich drauf guckt, welche Kristallkarte hatte ich mir geholt. Kann ich die vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt oder hatte ich mir die geholt, weil die eine Fähigkeit hat, die ich zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal gebrauchen kann. Was ich auch witzig fand oder nicht schlecht fand, wie Christian ja sagt, das fand ich mal einen interessanten Mechanismus, dass man so lange dran ist, bis praktisch der Gegner in den eigenen Bereich wieder reinrutscht. Und die teuren Kristalle haben natürlich dazu geführt, dass man, wenn der Gegner hier reinrutscht, das ist aber vielleicht auch dadurch ganz gut austariert, weil man dann auch erstmal wieder zum Gegenschlag ausholen kann. Weil ansonsten ja, aber meistens hat es ja echt gereicht, um dann am Ende seines Zuges wieder ein Kristall zu holen. Das hat häufig gereicht. Das ging schon immer hin und her. Mhm. Und ob das wirklich so toll austariert. Also die Idee, was ich auch sagte, finde ich echt nicht schlecht mit diesem Hin- und Her-Marschieren. Mhm. Ne? Aber schlussendlich war es echt so, okay, ich bin jetzt zurückgedrängt worden, habe jetzt relativ viel Zeit, baue wieder auf, kaufe mir ein Kristall. Mhm. Ja, und wie gesagt, in dem Einspiel, da war Christian wirklich mit seinem Blutclan hier, der war wirklich übermächtig gegen mich, weil er mit seiner Horde, er konnte beliebig viele Einheiten in seinem Trupp platzieren, ich immer nur 3. Ich hatte da auch einen Clan, der nicht so richtig viel Verteidigungsstärken hatte. Ich hatte die Blumen, glaube ich, kann sein. Es kommt natürlich auch immer dann damit drauf an, ein bisschen Glück ist bei dem Spiel natürlich auch mit dabei, welche Karten bekomme ich auf die Hand, wenn ich den jetzt mische, den Stapel am Anfang und dann meine, ich sag mal, Helden vielleicht ganz unten liegen im Stapel und ich die vielleicht erst zum ganzen Schluss auf die Hand bekommen würde. So ein bisschen Glück ist natürlich auch mit dabei, klar. Welche Karten bekomme ich auf die Hand und welche hat der Gegner auf der Hand? Das Gleiche gilt auch für diese jeweiligen Kampffähigkeiten. Ich hatte auch in einem Spiel, wie man hier jetzt sieht, es gibt so einige Karten, die bringen halt dann zum Beispiel mehr in die Abwehr oder auch mehr für den Angriff, diese Schwerter, die dann da drauf sind. Und da hatte ich in einem Spiel, ich glaube, das war sogar der Blumenclan, der hatte irgendwie kaum sowas hier unten. Gib mir den Blumenclan bitte kurz einmal hier. Der ist bei dir dran gekommen. Ja, der liegt bei mir. Da, genau. Also der hatte hier unten irgendwie gefühlt kaum sowas.
Hier ist mal eins mit dem Schwert. Aber ansonsten war da gefühlt irgendwie, ich hatte häufig hier, platziere deinen Trupp in einem Gebiet, benachbarten oder wie auch immer. Also das hatte ich dann halt sehr häufig auf der Hand. Also wenn man dann auch nicht die richtige Kampfkarte auf der Hand hat und wenn ich jetzt noch zwei Karten auf der Hand habe und ich muss eine davon als Kampfkarte spielen und es ist dann vielleicht nicht so gerade die richtige, dann ist es halt auch in dem Moment Pech. Also weil man dann ja auch keine vom Nachziehstapel nehmen darf, man muss dann ja eine dann von der Hand letztendlich nehmen. Also ich fand es auch spannend am Anfang, da sind wir auch nicht gleich drauf gekommen, dass nur durch dieses Auffrischen man dann auch die Kartenhand letztendlich auffüllen kann. Wir haben erst gedacht, okay, wenn man jetzt einen Zug hat, kann man doch bestimmt nachziehen, haben wir noch extra nochmal nachgelesen, stand aber nirgendwo in der Anleitung was zu drin. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kannst du die Aktion Auffrischen sein, was letztendlich ja dann aber auch Sinn macht, weil es ja noch diese Aktion gibt oder beziehungsweise diesen Punkt gibt, sobald der Nachziehstapel aufgebraucht ist, bekommt der Gegner halt kostenfrei einen Kristall. Und das geht gefühlt manchmal auch sehr schnell, weil es doch viele Aktionskarten auch manchmal gibt oder man auch natürlich auch häufig mal nachziehen muss. Also von daher, das geht dann gefühlt doch manchmal ein bisschen schneller. Ja, also vom Spielgefühl muss ich sagen, es ist für mich auf jeden Fall kein Gelegenheitsspielerspiel, es ist für mich eher ein Kennerspiel. Ich fand auch den Spieleinstieg schon etwas schwerer. Also wir sind nicht gleich reingekommen ins Spiel, man musste doch schon mal einiges wieder nachlesen in den Regeln. Was Christa jetzt gerade sagte, auch was den Kampf betraf und auch sonstige Regeln, auch mit dem Beschwören, dass man als drei Einheiten, wie das läuft. Also man musste schon einige Sachen doch auch mal nachlesen. Von daher fand ich den Einstieg in das Spiel nicht ganz so rund und ganz so einfach. Von daher ist es für mich auf jeden Fall kein Gelegenheitsspielerspiel, sondern ein Kennerspiel. Man braucht da doch schon etwas mehr Zeit, um auch in das Spiel hineinzukommen und auch das Spiel, dass der Spielablauf letztendlich flüssig läuft. Also flüssig wäre ja für mich, wenn ich nichts mehr nachlesen muss. Und da haben wir wirklich immer noch mal ab und zu wieder was nachlesen müssen. Wohlgemerkt in der Anleitung nachgelesen. Also nicht die Karten, das ist selbstverständlich irgendwo, dass man sie lesen muss. Die aber Karten. Die Anleitung echt nochmal rein. Und die Anleitung ist kurz. Also die Anleitung war, ich glaube, 8 Seiten oder so. Die war nicht Anleitung dick, war. Hinten ist noch ein Glossar dran gewesen. Genau. Also das war... Und dann eben noch ein Beispiel, allein das Kampfbeispiel ist ja schon die ganze Seite gewesen. Ja, und hinten ist genau noch, was du nochmal sagst, ein Glossar. Da sind nochmal alle Sachen dann letztendlich dann nochmal einzeln auch nochmal wieder erklärt. Also die Anleitung an sich ist wirklich nicht dick, hätte vielleicht einfach ein bisschen besser geschrieben werden können. Was Christian auch schon sagte mit dem Kampf, also dass man sich da behilft, um nochmal andere Rezensionen oder Spielebeschreibungen sich anzuholen, ist natürlich auch dann ein bisschen schade, um das zu verstehen letztendlich dann auch. Mhm. Ja, also von daher, ich fand es auch ein bisschen schade. Ich hatte mir wirklich mehr erhofft von dem Spiel. Schade, dass es dir nicht so gut gefallen hat. Das kann natürlich aber auch sein, wenn es ein Zwei-Personen-Spiel ist und dem einen gefällt es nicht, dann kann es natürlich auch gut sein, dass es dadurch dann dem anderen auch nicht so gefällt. Ja, aber daran liegt es auch an mir. Nee, daran liegt es eigentlich nicht. Also ich finde, die Karten finde ich wirklich schön. Also das macht mir wirklich Spaß, dieser Kartenmechanismus mit den Einheiten und auch mit dem Kampf und dass jede Einheit eine Fähigkeit hat. Also das finde ich wirklich schön, auch an sich so. Der Mechanismus ist auch okay, aber es haut mich jetzt wirklich nicht um. Es ist jetzt so kein Spiel, wo ich sage, ja, ich habe da so viel Spaß bei, ich möchte das jetzt unbedingt nochmal spielen. Also das war dann auch wirklich so, auch wenn du es jetzt sehr schlecht bewertet hast, so schlecht bewerte ich das dann auch nicht. Also von mir bekommt das Spiel 6 Punkte, für mich ist es immer noch ein ordentliches Spiel. Aber es ist für mich, wie gesagt, kein Spiel, wenn ich jetzt vorher gewusst hätte, wie es funktioniert. Also wenn wir es jetzt zum Beispiel vorher irgendwo ausprobiert hätten. In Essen zum Beispiel. In Essen zum Beispiel oder wo auch immer. Wäre das jetzt auch kein Spiel gewesen, was ich mir jetzt hätte kaufen müssen. Weil ich jetzt sagen müsste, oh, das ist ein Spiel, das möchte ich zu Hause unbedingt nochmal spielen. Ja. Das wäre es jetzt einfach nicht gewesen. Ja, schade, aber... Passiert. Genau, passiert einfach mal. Okay, dann sagen wir an dieser Stelle wieder vielen Dank fürs Einschalten bei uns. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.